Jede Menge Freepacks und ein neues fantastisches Community-Event kommt in FC 25 auf uns zu. Was man dabei jetzt ein Stück weit beachten muss und warum es eigentlich so viele Freepacks gibt und was man nun am besten mit seinen Coins macht, damit man hier auf jeden Fall perfekt vorbereitet ist, besprechen wir in diesem Video. Servus, grüß und hallo. Mich würde es mega freuen, wenn du im Video schon mal einen Daumen nach oben geben würdest. Das motiviert mich natürlich, hier weiterhin diesen 9 zu FC 25 Points Content anzubieten. Ja, Jamal Musiala wäre eigentlich so eine Goldkarte für ihn, wenn man mal die FC Bayern Brille ganz, ganz fest aufsetzt, sagt man, okay, das sollte die Jamal Musiala Goldkarte sein. Ja, meines Erachtens ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis er in der Event ja mit reintaucht, dass wir halt so eine Karte von ihm sehen werden. Wir haben jetzt Informationen, was am Freitag auf uns zukommt. Ja, große Namen sind angekündigt. Neymar, McAllister jetzt nur im Vorschaubild. Ja, so eine Spezialkarte von Neymar, die Goldkarte spielt sich ja schon sensationell. Musiala, Sheriff hat es dann auch ein Stück weit dann nochmal bestätigt, dass wir am 11. Oktober, ich meine, es hat ja EA schon anfangs der Saison, anfangs von FC 25 schon angekündigt, dass das Total Rush kommen wird. Jetzt ist es hier nochmal bestätigt. Soll ein Community-Event sein, dass man gemeinsam Aufgaben abschließen kann. Ich möchte euch bitten, jeden Einzelnen, der dieses Video sieht, und nehmt auch eure Freunde, packt es am Krawattel und sagt, hey, ab sofort, wir klemmen keine Controller in Rush mehr ein. Ich war jetzt vorhin wieder in Rush drin und dann klemmt man einfach einen Controller ein. Wir haben dann zu dritt geschwitzt, den Sieg noch geholt, aber was soll denn das? Ja, warum fuckt man die Community im Endeffekt damit ab, dass man sagt, hey, ich brauche die Punkte, habe aber keine Zeit, nehme den Spielspaß allen anderen, aber meine Punkte sind so wichtig für den Season Pass. Tut's mir einen Gefallen und bestätigt's mit einem Like hier in diesem Video, dass ihr keinen Controller in Rush mehr einklemmt. Bitte, wenn das wirklich ein cooles Event wird da ab Freitag, wo man gemeinsam sich die Boni erschwitzen kann, ja, gemeinsam sagen kann, hey, wir können uns tolle Karten, tolle Packs etc. mit der Community gemeinsam, ja, wenn ich noch einmal gemeinsam sage, dann fange ich das Video nochmal von vorne an, versprochen, aber bitte, tut's mir den Gefallen, unterschreibt hier diesen imaginären Vertrag, nein zu Controller einklemmen in Rush. Hey, wir haben endlich mal einen Spielmodus, der wirklich viel Spaß macht. Jetzt kommt da auch noch ein spezielles Event dazu, wo wir wirklich als Community zusammen ja da ein schöne Zeit haben können. Klemmt nicht den Controller ein. Seid's nicht, lasst die Controller einklemmer sein, die sollen für sich spielen. Ich hoffe auch, dass es irgendwann dann mal Sanktionen gibt im Spiel, dass man, wenn man im Rush einen Controller einklemmt, dann einfach 7 Tage keinen Rush mehr spielen darf. Das irgendwie auszulesen, wäre für mich ein absoluter Wunsch, der die Community bereichern würde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nächstes Event wird sein Total Rush. Startet dann am 11. Oktober, nachdem Road to the Knockouts out of packs geht. Und für uns natürlich dann auch schon sehr, sehr spannend, was EA da für uns vorhat. Momentan kann man in absoluter Quantität und Qualität content-technisch nur ein Kompliment aussprechen. Ich hoffe, sie bleiben genauso dran, denn auch für mich als RTGler ist da einiges dabei. Nicht immer alles, aber natürlich wollen sie auch ihren Umsatz machen, das muss man auch ein Stück weit verstehen. Aber so grundsätzlich fühle ich mich dieses Jahr beim Thema Content sehr abgeholt. Das Menü wird auch immer besser. Gameplay kann ich nicht so beurteilen. Habe ich jetzt ein bisschen hinten angestellt, weil es mir doch letzte Woche sehr, sehr viel Energie gezogen hat. Ich habe jetzt noch 0 Punkte in Rivals. Mal schauen, ob ich es bis Donnerstag noch schaffe. Falls nicht, ist okay. Hauptsache ihr habt da eure Rewards und ihr macht Stops, das Packluck. Und ihr, meine Inspirationen können euch ein Stück weit helfen, damit wir da gemeinsam ein cooles FC haben. Dann ist es ein 81x11 Pack. Klingt krass, ist es wahrscheinlich auch. Ja, was ein Uber Eats Pack. Ja, keine Werbung an der Stelle. Ja, aber Uber Eats Pack soll kommen und man soll es anscheinend bekommen über die App. Ja, free für jeden. Bin ich sehr, sehr gespannt, was es auf sich hat. Das soll kommen, da machen wir nur Fragezeichen. Ist auf jeden Fall schon bei Food Scoreboard hier im Code dann auch bestätigt worden. Genauso wie das Space Hero Player Pack, was dann heute oder morgen kommen soll. Da bitte aufpassen, wenn die Heroes dementsprechend dann heute Abend gezogen werden, könnte es ein paar Dellen geben, dass Heroes Panik verkauft werden und ihr vielleicht dann da ein paar bei Flips mit aufnehmen könntet. Wir schauen, dass wir es auf dem Dizzy abdecken können, dass wir um die Zeit dann auch live sind. Versprechen kann ich es nicht, aber normalerweise bei Flips haben wir immer sehr, sehr gute Calls auf der Community. Ja, was ist noch geleakt? Ein Energizer-Pack. Ja, wieder, ihr wisst es, ja, wenn du in die letzten 14 Tage eingeloggt bist, 3 Goldspieler-Items für 1 oder 10 Münzen, Team of the Week 1 bis 4, das wird nicht gratis sein und eben dieses 11x81 Plus Pack, aber die garantierten Packs, die wir alle bekommen haben, zumindest die, die hier auf meinem Kanal regelmäßig bei den Vorbereitungen auf FC 25 mit am Start waren, im FC 24, am Donnerstag am 10.10. kommen die Preseason-Boni, ja, ein 84x5 Pack, ein 82x5, ein 80x10, ein Hero Light Pack und ein 82x2 Pack.
gehe mal davon aus, dass es im Laufe des Nachmittags dann zugeordnet wird. Ich hoffe, ihr macht nicht wieder wie letztes Jahr einen riesen Fail. Ja, gehen wir einfach mal vom besten Fall aus, dass jeder seine Packs bekommt, wie er sie erspielt hat. Und dann da bitte berücksichtigen, dass Road to the Knockout Team 2 noch ziehbar ist. Ja, und wir halt dann auch ein neues Event komplett vor der Tür haben. Ja, ich meine, neue Events ist immer so ein bisschen so, viele halten die Coins dann zusammen, wollen erstmal schauen, was auf einen zukommt. Fakt ist, wir kriegen morgen Team of the Week 4. Das schaut sehr, sehr stabil aus. Ja, noch haben wir keine Leaks, aber die Predictions haben wir im gestrigen Video ausführlich angeschaut. Dann kommt am Donnerstag Rival Rewards. Dann kommen am Donnerstag im Laufe des Tages noch die Untrade Packs aus eben diesen Preseason Boni dazu. Und dann Freitagabend gehen die Road to the Knockout Karten out of Packs. Road to the Knockout Team 1 war letzte Woche so, Freitagnachmittag war ein gutes Fenster und Division Rivals so 9.10 Uhr, 9.15 Uhr habe ich zum Beispiel Romero mitgenommen, günstiger habe ich den dann auch nicht mehr gesehen. Ja, scheint ein gutes Fenster gewesen zu sein. Wenn ihr in Road to the Knockout Karten investieren möchtet, tut es mir einen Gefallen, nehmt euch eine mit, die ihr gleichzeitig spielen könnt, also so ein spielendes Invest, dann sind die Coins nicht einfach nur irgendwo im Verein rum, sondern habt ihr aktiv noch Spaß mit einer Karte. Grundsätzlich sind Karten immer am interessantesten für Road to the Knockout Invests, die halt dementsprechend schon 2 Siege haben oder 2 von 4 Toren haben, also die den Upgrades einfach ein Stück weit näher sind. Ja, kann man sich immer gerne anschauen, was da halt so in eurem Budget mit drin ist. Ich mache jetzt hier keine Prediction, ich werde das dann auf unserer Community dementsprechend wie letzte Woche auch am Freitag wieder, wenn ich die Preise sehe, dann auch Preise nennen, bis wann ich die Karten mitnehmen würde. Federico Di Marco hat sich dann verdoppelt, den hatte ich am Freitag noch für 80k empfohlen. Das lag dann auch ein Stück weit daran, dass eben der Content gekommen ist mit Serie A und so weiter, wo er halt einfach dann auch gebraucht wurde. Wenn jetzt nächste Woche Bundesliga gepusht wird oder Ligue 1, ja wenn schon Ligue 1 Uber Eats, ist es noch, oder ist La Liga, ist Uber Eats La Liga? Ich glaube La Liga, gell? Wenn La Liga, oder ist es nicht EA Sports gewesen? Keine Ahnung, ja, können wir nochmal kurz nachschauen. Uber Eats, Uber One, also es ist dann wahrscheinlich schon, ist es dann, also findet raus, was das für eine Liga ist und dann könnt ihr schon mal drauf schließen, was da für SBCs und Aufgaben in den nächsten Tagen dann ja von EA dann auch gepusht werden und wenn man da irgendwie Connection zu einer bestimmten Karte herstellen kann, kann es schon ein Stück weit so laufen, wie bei Di Marco, dass der einfach bei Varane gebraucht wird, bei Thuram gebraucht wird und so weiter, ne? Und natürlich auch noch eine hervorragende Live-Card ist, die sehr nah an den Upgrades ist. Team of the Week 3, sehr gut angestiegen. Martinelli hatte ich bei 46k mitgenommen. Auch Payor bei 32k, passt da gerne mal die Preise an. ist ein wichtiger Indikator zu sehen, wie Team of the Week-Karten am Wochenende frequentiert werden, wann die am günstigsten sind. Schaut euch da gerne die Preisverläufe an und versucht eine Blaupause zu ziehen für die Team of the Week 4. Karten, ja, nächste Woche zweite Weekend League, es muss nicht identisch laufen, kann aber, wenn man das mal verstanden hat mit den Team of the Week Karten, dann kann man sich da die Coins beliebig vermehren. Letztes Jahr kam nach Road to the Knockout, kam dann eben Trailblazers, da haben wir jetzt Total Rush und es kam ziemlich zeitnah auch David Beckham als erste Icon SBC, bin gespannt, was dieses Jahr sein wird und eben der Hero Pack mit einem 86er Rating, auch sehr, sehr stabil. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr das Video heute noch gesehen habt, schaut euch gerne auch die UV-Listen durch, was bei euch sich gut verkaufen hat lassen. Wegen dem Cup gestern wurden Franzosen und Spanien nahezu gefressen von der Community. Ja, setzt euch gerne das Ziel dann, die UV-Listen dann eher am Donnerstag zu den Rival Rewards oder heute am Freitag dann zum neuen Event mehr oder weniger da zu bestücken. Ich kann euch nach wie vor unseren Free-Trading-Bereich anbieten auf der Community. Alle Links sind in der Beschreibung. Ich bin für heute auch schon fertig. Habt einen schönen Abend, ganz viel Spaß beim Hero Pack, ganz viel Pack Luck. Wir sehen uns wieder am morgigen Tag und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Und wie gesagt, jeder Like und jeder Kommentar dient dazu, mich zu motivieren, weitere Inspirationen zu liefern, nein zu FC Points zu sagen. Let's go!